Hallo und herzlich willkommen in meiner kleinen Stickschule. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie ihr das Blumenmotiv, die Vorlage, auf den Stoff übertragt. Ich habe hier jetzt schon ein Stickleinen eingespannt. Das ganze Material findet ihr auch in dem Blogbeitrag verlinkt oder auch als Links unter diesem Video. Ich habe das jetzt schon eingespannt und man kann einfach jetzt den Stoff am besten mit der Rückseite, man spannt dann nochmal um, das nennt sich Umhupen, kann man das jetzt einfach auf den Stoff legen und auch schon nachzeichnen. Dafür gibt es unterschiedliche Stifte. Ich habe hier einmal einen Wassertrickmarker, der ist wasserlöslich, mit dem funktioniert das ganz gut, oder einen hitzereagierenden Stoff, auch den findet ihr in den Links. Den könnt ihr nachher im Anschluss einfach wegföhnen. Ich benutze den besonders gern, weil die Spitze sehr fein ist und die Farbe nicht so ausläuft. Bei hellen Stoffen geht das schon sehr gut, dass ihr das Motiv jetzt sehen könnt. Ist euer Stoff ein bisschen dunkler, könnt ihr die ganze Vorlage mit dem Rahmen gegen eine Fensterscheibe halten. Oder ein kleiner Trick, ich habe mir jetzt hier einfach mal ein weißes Bild aufgerufen auf meinem Tablet und fahre die Helligkeit ganz hoch. Und wenn ihr das dann da drauf legt, dann habt ihr ein schönes Gegenlicht und könnt das Motiv einfach übertragen. So habt ihr das Motiv übertragen. Jetzt könnt ihr das Ganze umhupen oder ihr könnt auch so sticken und das Ganze zum Schluss machen. Ich persönlich sticke lieber von der Seite. Und so habt ihr die Vorlage übertragen. Ein paar kleine Worte zum Stick-Twist. Ein Stick-Twist-Strang besteht aus 6 einzelnen Fäden und ihr habt die Möglichkeit, diesen Strang aufzuteilen. Je öfter ihr das teilt oder je feiner ihr das teilt, umso feiner wird nachher das Stickbild. Es gibt die Möglichkeit, auch nur mit einem Strang zu sticken für sehr feine, filigrane Muster. Für den Anfang empfehle ich euch, das Sticktwist so zu lassen, fein zu lassen. Es ist auch okay für diese Form von Stickrahmen, für die Größe ist das optimal, um den Anfang zu machen. Ihr schneidet euch ein ca. 20 bis 25 cm langes Stück ab, verknotet auf der einen Seite und auf der anderen Seite führt ihr den Strang durch das Nadelöhr. Da wir hier Webware besticken, ist es wichtig, eine Nadel zu verwenden, die eine Spitze hat. Solltet ihr Jersey besticken wollen, zum Beispiel ein T-Shirt, solltet ihr darauf achten, dass die Nadel vorne stumpf ist, also eine abgerundete Spitze habt, damit ihr die Maschen nicht verletzt und nicht ein Loch entsteht. Der Gerätenstich. Das ist dieser kleine Stich, der sich ganz hervorragend für Blätter eignet. Und wir beginnen bei diesem Stich oben an der äußersten Spitze eures Blattes und sticken einmal einen Strang nach unten und stechen dann abwechselnd immer diagonal über diesen Mittelstrang. Hier zeige ich euch den Plattstich.
Beim Plattstich gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Er wird einfach hin und her gestickt. Es ist auch relativ egal, ob du von da nach da, von da nach da, von links nach rechts. Wichtig ist nur, dass du nachher am Ende eine möglichst glatte und flache Optik hast und die Stiche alle schön dicht beieinander liegen. Ich fange hier auch in der obersten Spitze an meines Motives, sticke zum Zentrum und komme nun hier oben wieder raus. Und arbeite mich jetzt so Stückchen für Stückchen an meinem Blütenblatt entlang, immer ein bisschen versetzt. Nun zeige ich euch den umwickelten Vorstich. Ihr stecht von unten nach oben durch den Stoff am Ende eurer Linie, eures Stiels und macht einen mittelgroßen Stich nach vorne. Lasst jetzt eine kleine Lücke und kommt wieder von unten nach oben durch. Macht die gleiche Größe Stich, lasst wieder eine Lücke. Auch hier darauf achten, dass das möglichst regelmäßig ist, bis ihr oben an eurer Blüte angekommen seid. Jetzt kommt ihr knapp neben der Einstichstelle wieder raus und zieht den Faden durch den vorherigen Stich. Macht das möglichst immer von der gleichen Seite, also wenn ihr euch entscheidet, das immer von links nach rechts zu machen, dann bleibt auch bitte dabei. Jetzt wieder das Gleiche, ihr stecht von der linken Seite auf die rechte Seite oder umgekehrt und führt so den Faden wieder zurück und bekommt dadurch so eine leicht gedrehte Optik. Je genauer oder detaillierter ihr die Abstände macht, umso sauberer ist nachher das Endergebnis. Wenn ihr unten angekommen seid, mache ich immer jetzt noch den Stich hier unten in den Startpunkt und verknote auf der Rückseite. Hier zeige ich euch jetzt den Stielstich. Ihr kommt am Ende eurer Blume von unten nach oben durch, macht jetzt einen Stich nach vorne. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, ihr legt die Nadel auf und kommt direkt in der Mitte wieder raus. Das ist am Anfang nicht so einfach. Deswegen würde ich empfehlen, ihr stecht, macht einen Stich nach vorne, zieht den Faden durch und kommt jetzt in der Mitte zwischen den beiden Einstichen wieder raus. Das macht sich am Anfang ein bisschen einfacher. Jetzt macht ihr wieder einen Stich nach vorne, haltet so ein kleines bisschen eine Schlaufe und kommt dann in der Mitte wieder raus. Achtet dabei darauf, dass der Faden möglichst immer auf der gleichen Seite liegt. Also nicht links, rechts, sondern wirklich hier in dem Fall immer auf der rechten Seite, dass es ein regelmäßiges Bild ergibt. Jetzt wieder nach unten stechen. Und von unten nach oben durch. Um das Ganze zu beenden, stecht ihr dann einfach nochmal von oben nach unten und verknotet auf der Rückseite. Jetzt möchte ich euch die gewebte Rose zeigen. Das ist ein Stich, der super schnell einen ganz tollen Effekt erzielt und eigentlich wirklich nicht viel gestickt wird, sondern eigentlich gewebt. Ihr habt einen Kreis aufgezeichnet und dort 5 Stränge, beziehungsweise 7. Wichtig ist, dass die Zahlen immer ungerade sind, sonst geht das Webmuster nicht auf. Ihr kommt in der Mitte eurer Rose raus
und stickt jetzt erstmal eure Hilfslinien. So, das sind jetzt meine 5 Stiche. Jetzt komme ich möglichst mittig. Ist nicht ganz so schlimm, wenn es nicht super mittig ist, wieder raus. Und fange an zu weben, indem ich drüber, drunter, drüber, drunter, drüber, drunter webe. Ich bin jetzt hier rausgekommen, jetzt gehe ich über diesen Hilfsstich drüber weg und gehe durch den nächsten drunter durch. Und wieder drüber weg. Und drunter durch. Achtet darauf, dass ihr wirklich nur die Stränge mitfasst und keinen Stoff, weil sonst blockiert ihr und könnt nicht weiterweben. Jetzt wieder drüber, drunter, drüber, drunter. Wenn ihr ein bisschen Zug auf den Faden gibt, wird die Rose kompakter und kriegt mehr Volumen. Wenn ihr das locker lasst, habt ihr eher ein flacheres Stickbild. Und das macht ihr so lange, bis alle eure Hilfsstiche weggestickt sind. Am Ende angekommen, steckt ihr dann einfach mal die Nadel von oben nach unten durch und verknotet auf der Rückseite. Hier zeige ich euch jetzt den Rückstich. Das ist wohl der einfachste Stich, wie ich finde. Und wie der Name schon sagt, wird immer vor und zurück gestochen und dadurch entsteht nachher eine schöne Linie. Der eignet sich hervorragend für Stile, für Schriften, und umso kleiner und feiner ihr die Abstände macht, umso akkurater und feiner ist nachher das Bild. Ihr steckt am Anfang die Nadel durch euren Anfangspunkt von oben nach unten durch, macht jetzt die gewünschte Stichlänge nach vorne. Wie gesagt, umso feiner oder kürzer die Stiche werden, umso feiner wird nachher das Bild. Jetzt kommt ihr von unten nach oben durch den Stoff. Und achtet darauf, dass der Stich die gleiche Länge hat oder ungefähr die gleiche Länge hat wie der zuvorige gestochene Stich. Und nun steckt ihr die Nadel durch den letzten gestochenen Punkt wieder durch. Und so entsteht jetzt diese kleine Linie. Jetzt wieder von unten nach oben im gleichen Abstand und wieder zurück. Nun zeige ich euch den Knötchenstich. Der braucht am Anfang ein bisschen Übung, aber ich verspreche euch, wenn ihr ein paar Mal übt, gerne auch auf einem separaten Stück, dann kriegt ihr relativ schnell den Dreh raus und werdet den auch hinbekommen. Ihr stecht von unten nach oben durch. Nun wird die Nadel um den Faden gewickelt. Haltet dazu den Faden ein bisschen stramm mit einer Hand und nun wickelt ihr die Nadel um den Faden. 1, 2, 3. Je öfter ihr den Faden rumwickelt, umso größer und voluminöser wird nachher euer Knötchen. Nun stecht ihr knapp neben dem Ausgangspunkt wieder ein und fixiert so euren Knoten. Nochmal von unten nach oben. Faden ein bisschen auf Spannung halten, Nadel umwickeln, 1, 2, 3 und nun knapp neben der Austrittsstelle wieder rein. Zieht nicht zu straff, sonst kriegt ihr die Nadel nicht durchgezogen.
Jetzt zeige ich euch den Margaritenstich. Der Margaritenstich ist deshalb Margaritenstich genannt, weil er eigentlich direkt eine kleine Blütenblätterform vorgibt, und zwar ähnlich dem Margaritenblatt. Damit kann man super schnell kleine Blümchen machen. Ihr stecht an eurem Ausgangspunkt, hier bei der Margarite, von unten nach oben durch, lasst aber eine kleine Lücke in der Mitte, weil dort nachher ein Knötchen noch eingesetzt wird. Und stecht nun knapp neben dem Ausgangspunkt wieder ein. Und jetzt nicht durchziehen, sondern eine Schlaufe bilden. Und am Ende eurer Markierung, dort wo das Blatt enden soll, stecht ihr von unten nach oben durch. Und fixiert mit einem kleinen Stich euer Blütenblatt. Nun beherrscht ihr das Grundwissen der Stiche und könnt eure Blumenwiese fertig sticken. In der Stickvorlage ist in der Legende auch markiert, welcher Stich für welches Teil verwendet wird. Ihr könnt jetzt hier eben die Stiele zu Ende sticken. Für die Blätter verwendet ihr auch den Margaritenstich. Hier wird ein Knötchen aufgefüllt und dann habt ihr eine kleine Blumenwiese. Euer Stickbild ist fertig und ihr fragt euch jetzt sicher, wie gestaltet es sich auf der Rückseite? Ich habe jetzt den Stoff so ca. 3 cm vor Rand zurückgeschnitten. Es gibt jetzt die Möglichkeit, das Ganze anzukleben. Ich zeige euch jetzt meine Methode. Dafür schneidet ihr euch ein deutlich längeres Stück, also vielleicht so wirklich 35 cm Sticktwist zu und stecht nun von innen nach außen einmal durch und dann in einem wirklich großzügigen Stich, so bestimmt 1,5 cm, wieder zurück. Und dann wieder. Im Prinzip ist das der Vorstich. Und den macht ihr wirklich großzügig. Und wenn ihr dann am Ende einmal ringsrum Zug auf den Faden gebt, dann zieht sich das Ganze nach innen zusammen. Dann könnt ihr noch eine Runde rumgehen und die Stiche genau versetzt machen, dass ihr dann nochmal drüber geht und dann habt ihr ein schön straffes Ergebnis und könnt dann zum Beispiel mit Filz oder Pappe einen Deckel darauf machen. Jetzt könnt ihr den Stoff nochmal ein Stück zurückschneiden und ein Stück Pappe oder Filz darauf kleben und habt so ein niedliches kleines Wandbild, euer Einsteigerprojekt zum Verschenken oder stolz sein und selber an die Wand hängen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und auch Kommentare da. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Dort zeige ich euch regelmäßig neue Tipps und Tricks rund ums Sticken lernen.